Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Wie oft der Gemma Wolke wie wat bitte, Ossel? So, und jetzt haben wir unsere Multitools. Benutzt Ultraschallfrequenzen, um Sicherheitssysteme kurz zu schließen. Sicherheitsprotokolle werden mit einem 512-Bit-Dechiffrierungscode geknackt. Das. Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Okay, kryptografischen Sequenzer wählen. Okay. Oh, da kommt noch mehr. Habe ich. Vorbereiten. Und benutzen. Muss ich hin. Ah ja, alles klar. Und die Frequenz einstellen. Ach, das musste man dann noch machen. Wie auch immer es nachher aussehen soll. So soll es aussehen. Wie auf der Bad Dürkheimer Weinkerbe. Okay. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Und wir haben wieder Zeit für ein Upgrade. Wir können hier V3 machen. Das machen wir nicht. Dann die Battering-Kraft. Das werde ich auch machen. Ja, das mache ich auf jeden Fall, dass sie länger auf dem Boden bleiben. Auch viele Rebellen. So, ich übersetze das jetzt mal. Und neu ist, dass wir jetzt die Reichweite erhöhen. Oder dass wir die Effektivität erhöhen. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Lass mal gucken, was wir jetzt da oben haben. Vielleicht können wir den guten Mann da unten ja noch befreien. Aber ich komme nicht durch dieses Glas komme ich noch nicht durch mit dem Explosivgel. Star Wars auf Felsisch? Oh mein Gott, Ossel. Du verdienst meinen Respekt, Detektiv, dunkler Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Das ist aber freundlich. Ach nee, das war ja nur... Jetzt ist es scharf. Interessant. Naja. Wir gehen mal wieder zurück. Der Rückweg könnte ein bisschen komplizierter werden als der Hinweg. Habe ich so die Befürchtung. Was war nochmal das Ziel? Zerstöre die Titanenproduktionsstätte in den botanischen Gärten. Wo ist denn das? Da hinten, botanische Gärten. Okay, wir müssen also erstmal hier wirklich irgendwie rauskommen. The Green Mile. Das könnte jetzt eine etwas andere Bedeutung bekommen. Aber den Rittertrophäe, den nehme ich natürlich nochmal mit. Wenn wir schon mal da sind. Okay. Wenn du meinst. So, und hier kann man, glaube ich... Okay, das war nicht gut. Kann ich die jetzt mit dem Ding hier ausschalten? Blutstauben gehören, ja, das glaube ich, wenn man sich Star Wars da anguckt. Ne, mit denen kann ich nichts machen. Sicherheitssteuerung. Da müsste ich aber noch ein bisschen, glaube ich, das leveln, um das benutzen zu können. Überraschung! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Nun, jetzt ist es da. Ich weiß, du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Herz allerliebst. Nimm Harley Quinn fest. Ihr seid Idioten! Ihr wimmelt vor Waffen!
Jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen ein Auge drauf haben, wer ja gerade Waffen hat und wer nicht. Die ganzen Waffenschränke haben wir ja vorhin schon gesehen. Na, glaub jetzt. Nein, nein, komm, greif jetzt an, Batman. Kleiner Tipp, Jungs! Hütet euch vor den Posten! Oh, nicht gut. Das ist nicht fair, Bat-Hill. Nicht gut. Erstmal betäuben. Und vernichten. Das sieht schmerzhaft aus. Ja, Mortal Kombat Toulon. Ich muss sagen, also die Kämpfe hier, die machen echt Laune. Batman hat sich wehgetan. Fährst du nicht drauf? Finger weg von dem Waffenschrank. Hey Batman! Sei sanft zu meinen Jungs! Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Ich bin ganz sanft, ich bin ganz liebenswürdig. Sieht ähnlich flüssig wie ein Assassin's Creed aus, okay? War es so leicht, wie es aussah? Hm, naja, es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Das wollen wir ja mal sehen. Ja, aua, das tat, der letzte tat weh, ne? Vor allem so schöne Zeitlupe. Mal gucken. Jetzt können wir aber hier was ausschalten, denke ich. Bisschen die Sticks herumwubbeln. Gucken, ob da was passt. Ah, das vibriert auch schön, das Gamepad. Ein Traum. Patientenberuhigungssystem deaktiviert. Sehr gut. Patientenberuhigungssystem ist auch ein sehr schöner Name, wie ich finde. Zack. Wo müssen wir hin? Da geht's raus. Oder geht's hier rein? Das ist die Frage. Ah, sieht ganz gut aus. Tür verschlossen. Dann sieht's nicht so gut aus. Ha. Endlich wieder falsch. Man kann ja auch mal auf die Karte gucken. Nimm Harley Quinn fest. Ja, wir müssen hier raus. Wir müssen hier irgendwo raus. Hier zum Beispiel. Diesen Gegner muss man richtig sein. Schwester Davidson auch noch. Mal gucken. Wo denn? Wahnsinnigen abwerfen. Ja, dann komm. Ach so. Ah. Lalalala. Lass mich raus. Außerdem macht blöde Wortspiele mit mir. Da geht es gerade nicht hin. Dann hier lang. Oder komme ich von hier? Ein Geschenk, ein Geschenk. Sieh an, wer jetzt aufgetaucht ist. Der trottlige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Ja, kann mich nicht beklagen. Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ich weiß. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Tja, gute Frage. Ich glaube, ich mache einfach einen Kurzschluss beim, Hilfe! Okay. Willst du mir das geben, Beth? Willst du die beiden den ganzen Tag da hängen lassen? Ja. Unfair, du betrügst Beth. Zeit, den Druck zu erhöhen. 2 Minuten und die Zeit läuft. Ach.
mich runter. Zack. Ah nee, Moment. Da ist noch Strom drauf, oder? Einen Wettbewerber eliminiert. Hm, riecht hier nach Schinken. Na gut, dann nochmal. Loser, loser, loser. Ha. War nur ein Strom drauf. Ach, war nur einer vom Strom befreit. Na gut. So, man kann es leider nicht überspringen, nicht wegdrücken. Darf man alles nochmal hören. Ich habe ein kleines Problem für dich. Ja, man wird da richtig motiviert, Ozzel. Jeder Gegner hat seinen eigenen Bildschirm am Ende. Ja, dann kann man doch jetzt hier... Schnell, hol mich runter! Ja, gleich. Ich muss erstmal gucken. Hä, wo ist denn der andere? Da hinten. So, komm. Hä? Hat sie das angestellt, als ich drin war? Anders. Erstmal den hier wieder. Nummer 1. Ja. So. Den schon mal runterholen. Okay. Ah, der Strom kommt irgendwann wieder. Okay. 3, 2, 1. Na, ich habe doch hier den ausgewählt. Das heißt, ich muss den jetzt nochmal wieder ausstellen. Dann da schnell hinlaufen. Das glaube ich gerne. Und... Natürlich. Schalt mich ab! Zeit für mich zu gehen, Bam. Ich werde dich vermissen, denkst du. Oh, jetzt hast du nur noch 30 Sekunden, um rauszukommen. Ciao, ciao. Tschüss. Wir sitzen in der Falle. Sie hat uns mit einer Bombe eingeschlossen. Uncool. Kaputt. Schnell, raus hier! Beweg dich! Raus hier! Sofort! Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Jetzt bist du in Sicherheit. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskamen, sah ich, wie sie losging. Die wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu. Ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Danke, Ozzel. Hast du ihn vorhin gesehen? Was war das, das er benutzt hat? Keine Ahnung. Genau, ich glaube, das war das Rätsel vom Anfangsraum. Huch, wo kommst du denn her? Ist doch nicht wahr. Dann fröhlichen Lurk. So. Hey, 10 Schokazähne zerstört. 11 zerstört. Da ist schon wieder elektrischer Flur. Den will ich eigentlich nicht. Slenderman, okay.
was es alles gibt. Die Frage ist jetzt ja trotzdem, wo geht's jetzt weiter? Weil hier die Zähne gingen ja eigentlich nach hier hinten. Ja, dann geht's natürlich auch hier weiter. Stimmt, geht gleich der Strom wieder an, oder? Na, wo treibst du dich rum? Wah, ja, wah. Macht nur wahr, macht aber nichts. Okay. Na dann. Ah, da hoch, alles klar. Können wir den mal wieder benutzen? Das geht ja diesmal gleich gesehen. Ach, da bist du. Wenn das so ist. Sehr gut. Dann hier wieder den hier benutzen. Und die Tür geht auf. Sozusagen. Hier oben vielleicht noch irgendwas? Ja, hier. Da kommt man, glaube ich, dann nochmal an die Trophäe ran. Jetzt nur die Frage, welcher das war. Wahrscheinlich der letzte. Aber was da ist, kann man ja mal kaputt machen. Ja, das war die letzte. Wie immer. Wie nennt man jemanden, der drei Viertel meiner Rätsel nicht lösen könnte? Einen Batman? Okay, dann sind tatsächlich wohl schon 25% drin gelöst. Will ich denn da rein? Ja. Gerade ein bisschen irritiert, weil ich einfach die Treppe runtergehen konnte. Hätte ich das vielleicht gar nicht. Seltsam. Da kommt der Mr. J. Ausgezeichnet. Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnappt ihn. Jetzt wird's lustig. Schon beeindruckend, wie viele Leute er da gefunden hat. Ne? Schnell hoch. Kletter doch. Sehr gut. Ich mag Hackfleisch, so. Heizen wir ihm ein. Na, gegrillte Fledermausflügel? Nee, heute nicht, bitte. Das heißt, wir sollen wahrscheinlich hier hingehen. Ach, schade, die kriegen das auch mit. Oh, der hat ein... Der hat auch tatsächlich so ein Grillding. Das finde ich aber nicht nett. Oh, da kommt er. Das war knapp. Ich müsste hier mal hochklettern.
irgendwas, machst du da schon wieder so ein Stromgeräusch, aber könnte natürlich auch die gewesen sein. Ist das alles, was du kannst? Weg! Du wirst bluten, Ben! Oh, oh, ich muss ja weg, ich muss ja weg, ich muss ja weg, ich muss ja weg. Oh, das ist echt blöd, dass Rolle, Ausweichen und Klettern alles auf einer Taste ist. Und ich habe auch gar nicht mehr so viel Leben. Also ich wäre schon dankbar, wenn ich jetzt hier mal am Ende sein könnte. Es müssten doch gleich mal alle da liegen. Oje, die Arme. Stirb, du große, hässliche Fledermaus! Hey, Hände weg von der Ware! Das ist meine Partyliste! Ruhig. Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv, sag du es mir! Rein mit dir. Du wirst Mr. J nicht finden. Er ist im Geheimlabor in den Gärten und... Verdammt! Ja, ich weiß. Aber er holt mich raus. Du wirst sehen. Ja. Du wirst schon sehen.